Hallihallo, Gemeinde Rock'n'Roll. So, warum jetzt schon wieder eine Sonderfolge? Wie ähnlich bei den Kipphebeln. Folge 10 ist ja auch im Anmarsch. Aber heute behandeln wir ein Thema, das ist recht komplex in dieser Folge. Und für Folge 10 wäre es dann zu viel geworden und wir hätten dann einen abendfüllenden Spielfilm gehabt bei Folge 10. Das wollte ich auch nicht. Deswegen hier kurz eine Sonderfolge, und zwar Thema ist, wie ihr gelesen habt, Ölverdünnung. So, Ölverdünnung, großes Thema, beziehungsweise eigentlich beim 690er Fahrer eigentlich das Thema Ölverbrauch. Aber diese beiden Sachen hängen sehr eng miteinander zusammen. Und um dieses Thema mal vernünftig zu behandeln, habe ich mir gedacht, machen wir jetzt mal diese Sonderfolge, um euch mal genau zu erklären, A, wie kommt der Kraftstoff ins Öl? Was bewirkt er in dem Öl und wie entsteht dadurch halt auch dieser höhere Ölverbrauch? Ja? Um das mal genau zu beleuchten, gehen wir jetzt mal in die Nahaufnahme auf den Kolben und dann zeige ich euch mal, wie, wo, was da oben drauf passiert, wenn der große Peng erfolgt im Verbrennungsraum. Ja? So, los geht's. Jetzt zoomen wir mal ran. Jetzt haben wir den Kolben mal hier ein bisschen in der Nahaufnahme und ihr seht, hier oben sind die Ringe. Ja, einmal der obere Kompressionsring, der untere Kompressionsring und hier sitzt der Ölabstreifer. Ne? Wie der Name schon sagt, hauptsächlich dafür da, das Öl, was über die Ölspritzdüsen an die Zylinderlaufbahn gespritzt wird, dann auch wieder abzuziehen, damit halt das Öl nicht in den Brennraum gelangen kann. So, der Kompressionsring. Oh, die Kompressionsringe, ich mache mal einen runter. Ihr seht, sind im demontierten Zustand nicht rund, sondern halt vorgespannt. Ne? Also die haben eine Vorspannung nach außen, um dann, wenn sie in den Zylinder eingelegt werden, werden sie ja zusammengepresst quasi, kriegen ihre Vorspannung und sind dann im besten Fall genau rund. Vorspannung deswegen, damit er sich schön an die Zylinderwand anlegt und da auch eine saubere Kontaktfläche erzeugt. Warum muss der Ring eine saubere Kontaktfläche am Zylinder haben? Ganz einfach, weil die einzige direkte Kontaktfläche vom Kolben zum Zylinder sind die Ringe. Die Ringe haben nicht nur die Aufgabe der Abdichtung, also des Kompressionsdrucks bzw. Verbrennungsdrucks abzudichten, damit es nicht ins Kurbelgehäuse gelangt, sondern auch haben den Sinn und Zweck, die Wärme, die hier oben entsteht durch die Verbrennung, über den Kolben, über die Kolbenanlagefläche hier unten, über den Ring ins Kühlwasser zu bringen. Also das ist wirklich die einzige direkte Anlagefläche, um die Wärme von hier oben ins Kühlsystem zu übertragen. So, also mehrere Funktionen haben die Ringe und vor allen Dingen hier geht es ja jetzt gerade jetzt erstmal um die Abdichtung. So, die Abdichtung vom Kolbenring erfolgt natürlich als allererstes durch seine Vorspannung. Ja. Auch wenn der zusammengedrückt wird, oder gerade dann, wenn er zusammengedrückt wird, im Zylinder, spannt er sich natürlich wieder nach außen vor, weil er hat hier eine radiale Bewegung. Auch wenn er vorgespannt ist, kann er sich bewegen. Die Nuten sind etwas größer, in der Höhe ungefähr 5 Hundertstel, nach innen, je nach Konstruktion. Dass halt der Ring, der Wärme aufnimmt, der Kolbenboden, der Wärme aufnimmt, der sich natürlich dann ausdehnt, dann dementsprechend auch nicht sich verklemmen kann, es zum Ringklemmer kommt. Ja? Auch unschön. Also wir haben eine Bewegungsfreiheit und der Ring kann sich etwas anpassen in puncto Wärme und Druck. Druck, gutes Beispiel jetzt, also beziehungsweise gute Überleitung. Die Abdichtung erfolgt nicht nur durch die Vorspannung des Rings, sondern auch durch den Gasdruck, der entsteht, wenn der Kolben das Luft-Gas-Gemisch verdichtet. So, wie passiert das? Der Kolben kommt nach oben, verdichtet das Luft-Gas-Gemisch und dieses Gasgemisch will ja irgendwo hin. So, nach oben kann es nicht weg, die Ventile sind geschlossen. Also versucht es natürlich mit aller Gewalt hier an den Ringen vorbeizukommen.
So, das heißt, das Luftgasgemisch strömt auch hinter den Ring. Ja, weil hier haben wir ungefähr 500 Luft. Ne, ist für so ein Gasgemisch kein Problem. Das kommt hinter den Ring und versucht natürlich unter dem Ring durchzuströmen, um dann ins Kurbelgehäuse zu gelangen. Geht aber nicht, weil natürlich durch die Bewegung und durch den Druck von oben wird der Kolbenring unten auf die Nutfläche aufgepresst. So, also stockt quasi hier das Luftgasgemisch und drückt dadurch, ne, kriegen wir den Effekt, dass das Luftgasgemisch den Kolben nach außen anpresst. Also quasi sich selber den Weg verbaut, auf gut Deutsch. Dadurch haben wir noch eine zusätzliche Vorspannung des Rings, also einmal durch die Vorspannung der Konstruktion des Kolbenrings und einmal durch den Gasdruck. So, alles wäre ja schön, wenn, natürlich nicht, wenn wir halt diesen Steg nicht hätten. Ja, also den Ringspalt. Der ist ja im zusammengepressten Zustand, je nach Kolbenkonstruktion, schweres Wort, zwischen 4 und 6 Zehntel, aber es ist quasi eine Schwachstelle. Hier kann das Gas dran vorbeiströmen, also hat es endlich einen Weg gefunden und strömt dann zum nächsten Ring. So, jetzt geben natürlich die Kolbenringhersteller an, dass man, wenn man diese Ringe verbaut, die natürlich auch genau je nach Modell und je nach Hersteller 180 Grad verdreht, diese Stöße. Meistens ist es so, geben sie an, auf Kolbenbolzenachse einmal hier und der untere dann hier. Das heißt, unser Luftgasgemisch rutscht hier vorbei, trifft auf den hier komplett geschlossenen Ring, versucht hier auch dran vorbeizukommen, presst quasi auch den Ring etwas vor, weil es auch dahinter rutscht und kann dann aber am zweiten Steg natürlich durch, am zweiten Stegspalt oder Ringspalt. So. Jetzt haben wir hier den Abstreifer ja noch übrig, aber der ist natürlich nicht dafür da, einem Kompressionsdruck zu widerstehen. Der ist halt rein für die Ölabstreifung da und der hat da nicht viel entgegenzusetzen. Aber hier sitzt halt auch direkt Öl auf der Druckseite der Kolben und hier gelangt dann überflüssiges oder unnötiges Kraftstoff-Luftgemisch ins Kurbelgehäuse bzw. direkt mit in den Ölfilm. Ja, das kann sogar so krass werden, also wenn es extrem zu fett war, dass wir hier schon Auswaschungen kriegen, dass also der Kraftstoff quasi den Ölfilm zerstört, ne, weil er ihn halt anlöst oder beziehungsweise verdünnt und wir hier den berühmten Kolbenfresser kriegen. So, das war jetzt erstmal die Erklärung. Wie kommt überhaupt Kraftstoff ins Öl, beziehungsweise wie passiert oder wie funktioniert diese Abdichtung der Ringe? So, jetzt habt ihr gesehen, woran das liegt, warum oder wie es kommen kann, dass überhaupt Kraftstoff ins Öl gelangen kann. Jetzt ist die Frage, ja und? Ist das schlimm? Ne? Macht das was? Ja, es macht was. So, warum? Nehmen wir mal ein Beispiel, aktuelle Motocrosser, 250er, SXF, 350er und so weiter und so fort. Wenn die flammneu sind, also quasi der Kunde kauft die sich flammneu, dann werden sie ja so, naja, semi-eingefahren, nennen wir das mal so. Ja, also man geht direkt natürlich auf die Motocrossbahn und versucht sich so in den ersten 1, 2, 3 Stunden ein bisschen zurückzuhalten mit der Fahrerei. Ja. So, danach macht man ein bisschen Ölwechsel, stellt schön auf, ja, knapp unter Maximum und dann geht es erst einmal richtig auf die Fresse, auf die Bahn. So, man fährt raus, Viertelstunde turnt, kommt wieder rein, guckt ins Schauglas rein, denkt, oh, was ist das? Proppenvoll. Ja, also viel mehr als vorher. So, wie kommt das? Kraftstoffeintrag. Extremst hoher Kraftstoffeintrag, weil A, natürlich die Motocross-Kolben stellenweise nur einen Kompressionsring haben. Und in der Zeit auch noch nicht sauber eingefahren sind. Also das heißt, der Ring sitzt noch gar nicht sauber an der Zylinderlaufbahn. Das heißt, wir rutschen nicht nur am Spalt vorbei, sondern sogar auch noch an den Ringen. Oder an dem Ring, ne, ist ja nur einer. So, das legt sich aber meistens bei nach 5, 6, 8 Stunden ist das meistens weg. Und die Ölwechselintervalle sind bei
den Motocrossern natürlich viel kürzer. Deswegen fällt das nachher irgendwie gar nicht mehr ins Gewicht und man merkt es auch nicht mehr. Beim 690er Motor sieht das ja ein bisschen anders aus. Das ist ja ein Straßenmotorrad und das benutzt man dann, wenn man drauf lustig ist. Also nicht speziell nur auf dem Racetrack, sondern Wochenende, die Sonne scheint, die Kumpels rufen an und los geht's. Los geht die wilde Fahrt. So, und da können wir fahren, aber wollen, nach 3000 und wir haben auch schön eingefahren, ganz behutsam, alles wunderschön. Der Ölverbrauch hört nicht auf. Und je mehr ich feuere und je mehr Kit ich gebe am Wochenende, umso schlimmer wird's. Ja? Und woran das liegt oder wie wir da Abhilfe schaffen können, das zeige ich euch gleich. Aber erst nehmen wir uns jetzt mal die Kolbenkonstruktion dieses Motorrades mal im Speziellen vor und vergleichen das mal mit anderen Bauarten. Und das machen wir jetzt. So, für diese Vergleichsgeschichte springen wir jetzt mal 25 Jahre zurück, ja, und schnappen uns jetzt hier mal einen Kolben, neuen Kolben von der Firma Wössner, von einer DR650 Suzuki Baujahr 91. Und zum Vergleich den aktuellen Wössner Kolben für die 690 SMCR Modelle ab Baujahr 12, hier oben mit dem kleinen Dom. So, ich stelle den mal vom Originalkarton runter auf den gleich hohen Karton, damit ihr seht, wo da schon die Unterschiede sind. Ja, wir sehen also schon hier auch 650 Kubik, 690 Kubik, das lassen wir jetzt mal hingestellt. Aber ihr seht schon hier, fingerdick ist der Kolben kürzer. Also was um die 15 mm allein schon in der Bauform. So. Wie haben sich diese Kolbenkonstruktionen über die Jahre entwickelt? Hier ist natürlich ein großvolumiger Einzylinder, der ja, also 45 PS gedrückt hat im Serienzustand. Vielleicht ein bisschen Tuning und hast du nicht gesehen, dann mal auf 50 kam, da war er dann froh. Ja, ihr seht jetzt hier ein ziemlich dickes Ding und halt eine sehr große Anlagefläche oder Führung auf den Druckseil. Und sogar noch hier unten eine Führung unterm Kolbenbolzen. Hier sehen wir ein ganz schmales Kolbenhemd, ja, auf beiden Seiten. Eine wesentlich größere Bohrung und natürlich eine sehr kurze Bauform. Und wenn ich ihn hier rumdrehe, wenn ihr reinguckt, ein gefrästes Nichts. Ja? Schön leicht, dementsprechend halt auch für hohe Leistungen, hohe Spitzenleistungen konstruiert, so wie aus der Kiste halt die Dinger so roundabout 70 PS. So, das ist natürlich klar, warum macht man sowas? Die Dinger müssen natürlich sehr leicht sein heutzutage, damit eben halt die Beschleunigung gut möglich ist, also die Beschleunigung des Kolbens quasi, ne? Die Drehzahlen realisiert werden können und natürlich auch hohe Kompressionsdrücke übernommen werden können. Jetzt haben wir natürlich hier bei dieser alten Konstruktion keine hohen Drehzahlen, ja, und auch keine hohe Spitzenleistung, aber wir haben eine gute Führung. Deswegen sind die Kolben also ja, für 70.000, 80.000 normal gut, wenn bei diesem Modell nicht irgendwas anderes kaputt gegangen wäre. Das ist aber ein anderes Thema. Hier haben wir das Problem natürlich, wenn wir den uns jetzt mal von der Seite angucken, dass eben halt die Führung hier, also in der Zylinderlaufwand, fast alles über die Ringe laufen muss. Wir haben hier ein sehr schmales Kolbenhemd und dementsprechend haben wir auch immer die Problematik des Kolbenkippens, vor allen Dingen dann, wenn der Motor schon ein bisschen verschlissen ist. So, aber auch selbst dann, wenn er nicht verschlissen ist, haben wir dieses Kippproblem und zwar immer dann, wenn ihr in den Schiebebetrieb kommt. Schiebebetrieb, ne? Ihr seid schön am Feuern, Serpentine rauf, runter, Vollgas, Hahn zu, zwei Gänge runter und man bremst schön in die Kurve rein. In dem Moment, wenn ihr den Hahn zumacht, passiert Folgendes, hier oben passiert halt nichts mehr, ne? Also nicht mehr viel. Ihr habt hier in dem Moment den Verbrennungsdruck einfach weggenommen, auf ein Minimum reduziert und die Ringe, wie ich vorhin erklärt habe, haben nicht mehr die optimale Vorspannung über das Gas, also über das Kraftstoffgemisch, was komprimiert wird.
Dadurch fängt der Kolben, der ja jetzt vom Pleuel quasi angetrieben wird, also ne, weil das Rad ja schneller dreht als der Motor, der Kolben wird rauf und runter bewegt vom Pleuel. Hier fehlt die Führung und der Kolben fängt durch seine sehr kurze Bauform leicht an zu kippeln. Dieser Kippelmoment erzeugt natürlich auch eine Bewegung in den Ringen radial. Das heißt, sie fangen an zu schwingen. Dieser Schwingmoment ist so schlimm sogar, dass halt der Ölabstreifer, der hier sitzt, seinen Job nicht mehr korrekt machen kann und dementsprechend halt hier das Öl, was ja immer noch angespritzt wird aus den Ölspritzdüsen unten aus dem Kurbelgehäuse, nicht sauber abgezogen werden kann. Das heißt, hier rutscht quasi immer ein Tröpfchen Öl dran vorbei, ja, und dieses, ne, Langgasen, Vollgas, bam, hier ist ein bisschen Öl drin, puff, wird mit verbrannt, aber keiner merkt es, weil die Menge so minimal ist. Da ihr das natürlich nicht einmal macht, sondern, keine Ahnung, 5000 Mal am Wochenende, kommt ihr dann abends rein und guckt in euer Schauglas und das Ding ist leer oder auf Minimum. Das heißt, kurz unter Max bis Minimum ungefähr 0,2, 0,3 Liter sind weg. Allein durch diesen Effekt. Ja, das ist einfach konstruktiv nicht anders machbar, um nicht wieder andere Schwierigkeiten zu erzeugen, sagen wir mal so. Also das ist der beste Kompromiss. Wir müssen halt mit einem leichten Ölverbrauch leben, weil dieser Kolben halt in der Konstruktion sehr kurz ist. Wir müssen aber nicht mit großen Mengen Ölverbrauch leben. So, und wie wir das reduzieren können, da sprechen wir jetzt drüber. So, jetzt wisst ihr, was da passieren kann. Ihr wisst, wo das Öl hingeht und ihr wisst, warum das Öl immer dünner wird, weil eben halt der Kraftstoff da eingetragen wird. So, und natürlich je dünner das Öl ist, umso schneller rutscht natürlich das Öl auch in diesem Schiebebetrieb-Modus euch in den Brennraum und wird mit verbrannt. Das heißt, ne, je mehr Kraftstoff im Öl, Öl wird dünner, umso schneller ist das Öl weg. Ja. Was können wir jetzt dagegen tun? Die erste Möglichkeit ist natürlich, wir checken permanent unser Öl, ganz klar, müssen wir ja, ne, sonst geht das Ding kaputt. Und wir wechseln vielleicht ein bisschen früher das Öl. Ja, also dass man wirklich sagt, nicht so alle 10.000 oder was KTM da angibt, sondern wir machen alle 7.500 oder alle 5.000 Kilometer Ölwechsel. Da haben wir da schon mal eine Menge Kraftstoff wieder rausgeholt aus dem Motor. So. Die zweite Möglichkeit ist, wir steigern die Viskosität. Also wir erhöhen die Viskosität. Wir gehen von dem 10W60 weg und gehen auf ein 15W. Jetzt mal egal, was da drauf steht. Natürlich ein vernünftiges Motorradöl. Die dritte Möglichkeit ist, wir gehen auf einen 15W Öl, was halt speziell mit oder gegen diesen Kraftstoffeintrag additiviert wurde. Und das ist zum Beispiel das 15W60 Offroad 300V von Motul. Motul hat das frühzeitig genug erkannt, dass eben halt hier Probleme auftreten können bei rollengelagerten Einzylindern mit Einspritzern. Motul ist ja auch Partner von Suzuki und dementsprechend arbeiten die in dem Bereich schon sehr lange miteinander zusammen und haben diese Probleme halt, wie gesagt, frühzeitig erkannt. Dadurch ist dieses Öl entstanden, also dieses 300V Offroad. Also lasst euch nicht von dem Namen Offroad irritieren, das ist also für alle rollengelagerten Einzylinder optimal. Und hier sind halt spezielle Additive drin, die da eine Sicherheit bringen, obwohl hoher Kraftstoff im Öl eingetragen wird. So, wie das genau funktioniert, da bin ich gar nicht firm genug für. Aber wenn wir Glück haben, haben wir in Folge 11 einen Spezialisten von Motulia, der uns das immer ganz genau erklären kann, wie das funktioniert mit den Additiven und vor allen Dingen, was das oder wie das funktioniert mit Additivierungen gegen Kraftstoffeintrag. Ja? Ich freue mich da jetzt schon drauf. Wenn alles gut klappt, in Folge 11 ist er dabei. So, jetzt haben wir natürlich das Öl sicher. Ja? Also wir haben ein dickeres Öl genommen. Wir haben also quasi eine größere Bandbreite, obwohl wir halt die gleiche Verdünnung haben, aber wir starten mit einem etwas dickeren Öl und dadurch haben wir ein bisschen mehr Zeit. Also wir verlängern quasi die Verdünnungszeit, weil der Stach dicker ist.
Die logischste Erklärung wäre, oder die logischste Idee wäre ja, wir reduzieren einfach den Kraftstoff. So, das ist natürlich nicht so einfach. Früher, kein Problem, haben wir die Düsen geändert am Vergaser, Thema erledigt. Heutzutage, Einspritzanlagen, Anpassung, natürlich nicht so einfach. Bis Baujahr 2013 konnten wir ja ohne weiteres mit einer freien Software, ne, die Eingeweihten wissen, wen ich meine, oder was ich meine, in die Steuergeräte rein und konnten dazu, naja, semi-mäßig einstellen. Die ganze Programmierung am Originalsteuergerät halte ich allerdings für ein bisschen heikel, also dementsprechend muss man da ganz mit viel Fingerspitzengefühl arbeiten. Eine einfache Geschichte ist natürlich, wir arbeiten mit einem Zwischenschaltgerät und ihr wisst jetzt, was jetzt kommt, der Power Commander 5. Den propagieren wir ja, das ist für mich immer noch die beste und schnellste Einspritzanlagenkontrolle und Änderung, die momentan auf dem Markt ist. Aber es gibt noch andere Firmen, die sowas bauen und auch können. Egal, was ihr da jetzt einbaut, wenn ihr in der Lage seid, den Kraftstoff oder die Kraftstoffmenge anzupassen, dann tut das bitte auch. Und lasst es bitte, macht es nicht selbst, lasst es von einer Fachfirma machen. Weil die müssen eine Abgasmessung machen, während das Motorrad läuft. Und daraufhin muss dann die Kraftstoffmenge quasi reduziert werden in den Bereichen, wo sie zu fett laufen. Ja, das ist nicht so einfach, das ist ein Kennfeld, das sind über 250 Punkte abzufahren, also die man prüfen muss, nicht die man alle ändern muss, aber die man prüfen muss. Und mit einem Abgastest, das habt ihr ja schon oft genug bei uns gesehen, kann man genau erkennen, da ist zu fett, da ist zu mager, da ist zu fett, da geht's, da können wir lassen und so weiter und so fort. Also wenn ihr das da vernünftig einstellt, könnt ihr den Kraftstoffeintrag so stark reduzieren, ohne Leistungsverlust, dass ihr einen reduzierten Kraftstoffverbrauch habt, gut, das haben wir jetzt mal dahingestellt, den Kraftstoffeintrag ins Öl reduziert und dadurch den Ölverbrauch reduziert. Und das sind drei Fliegen mit einer Klappe und das ist eine schöne Sache. Ja. Klar sind die Dinger nicht billig, aber Motorschaden ist teurer. Warum komme ich jetzt auf Motorschaden? Weil nämlich im Endeffekt das Grundproblem oder das Problem eines zu dünnen Ölfilms natürlich auch ein Sicherheitsrisiko für die Lager ist. Ja, also irgendwann, wenn das Öl sehr, sehr, sehr dünn ist, unter 5er Viskosität quasi, habt ihr natürlich einen Schmierfilm, der kaum noch da ist, der dünn wie Wasser ist. Und wenn ihr dann, oder wenn das Pleuel runterkommt, richtig mit Feuer und drückt die Rolle gegen den Pleuelbolzen, ja, oder der Pleuelbolzen die Rolle gegen den Pleuel, habt ihr irgendwann ein Schmierfilmabriss, weil das Zeug zu dünn ist. Und die Rolle läuft Stahl auf Stahl und dann geht's los. Dann fängt das an zu drücken und ihr habt dann schnell Lagerschaden, entweder eine Kurbelwelle oder halt ein Pleuelab. Bevor der Korben verreckt, ist euch unten die Kurbelwelle schon dreimal hochgegangen. Also dementsprechend auch eine Sicherheitseinstellung für euren Motor an sich. Ja, also dementsprechend, wenn ihr sowas habt oder ihr habt vor, euch sowas zu kaufen, könnt ihr gerne tun, aber lasst es bitte von einer Fachfirma auch nochmal überprüfen oder beziehungsweise einstellen mit einem Abgastest. Ganz wichtig. Gut, jetzt sind wir am Ende. Ich weiß, es war ein trockener Stoff, mal wieder, ne? Aber es war mir halt wichtig und dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich konnte euch da so ein bisschen Input bringen, ne, wie das überhaupt zustande kommt mit dieser Ölverdünnung oder wie Kraftstoff ins Öl kommt. Und ich würde sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und wir sehen uns in Pirate Racing Folge Nummer 10. Die kommt jetzt direkt in den nächsten Tagen hinterher. Wie gesagt, wie ich schon am Anfang sagte, das konnte ich nicht da reinpacken, da hätte ich einen abendfüllenden Spielfilm draus gemacht. Das wäre zu lang. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis bald und tschüss.